Ich bin sehr dankbar über unser großartiges SuperTech-Team. Als ich die Idee vorgestellt habe, einen Luftentkeimer zu entwickeln auf Basis von UVC-Licht, waren alle sofort begeistert. Und nun haben wir es geschafft, einen effektiven, umweltfreundlichen Luftentkeimer UVC 300. Wir konnten damit schon vielen Menschen mehr Sicherheit in geschlossenen Räumen bieten. Vor Corona war alles in sicheren Bahnen. Unsere Lebensumstände waren bekannt und wir wussten ganz genau, wie wir uns verhalten müssen. Doch dann kam Corona und hat unser gesamtes Leben in Frage gestellt. Wir mussten Wege finden, wie wir darauf reagieren und wie wir für die Zukunft gewappnet sein können, auch wenn wir mit dieser Ungewissheit leben müssen. Und dann kam Gerd auf die Idee, die Luft mit UVC zu entkeimen. Ja, als Gerd seine Idee vorgestellt hat, haben wir damals alle gesagt, klar, lass uns das machen. Gemeinsam schaffen wir das. Angesichts dieser Umstände, in denen wir uns befinden, verzweifeln viele Menschen. Gerd hat uns einen anderen Weg gezeigt, der uns Mut macht, Dinge anzupacken, damit wir letztendlich einen Beitrag zur Gesundheit aller leisten können. Bei unserer intensiven Recherche sind wir auf sehr viele interessante Studien und Anwendungen gestoßen, bei denen UVC-Licht schon sehr effektiv eingesetzt wird. Allerdings haben wir auch herausgefunden, dass es auf dem Markt noch keine wirklich tolle, effektive Lösung für geschlossene Räume wie in Arztpraxen, Klassenräumen, Wartezimmer, Büros, Ladentheken und so weiter gibt. Gerds Ziele waren hoch angesetzt. Der Luftentkeimer sollte 99,9% der Luft desinfizieren, flüsterleise agieren und einfach zu bedienen und das Ganze zu einem günstigen Preis. Wir haben mehrere Prototypen hergestellt und herausgefunden, dass eine Niete, die gebaut wird, nicht so effektiv ist und die Luft nicht genügend umwälzen kann. Somit haben wir uns für einen Luftentkeimer einer hohen Bauart von 2 Metern entschieden. Der Vorteil der hohen Bauart ist nicht nur die optimierte Raumluftverteilung, sondern auch die längere Einwirkdauer der UVC-Strahlung. Ich weiß, dass ich dem Team sehr viel abverlangt habe und dass die ersten Prototypen mir nicht gut genug waren und wir sehr viele Schichten noch einlegen mussten. Aber die Zeit und akribische Arbeit, die haben sich dann letztendlich gelohnt. Die Ergebnisse des UVC 300 haben uns dann alle sehr überzeugt. Und nach den ganzen Testserien und Prüfungen der Richtlinien hat Gerd uns dann die Freigabe gegeben zur Serienfertigung und zur Vermarktung des UVC 300. Wir haben eines unserer Ziele im Kampf gegen Bakterien und Viren mit dem Luftentkeimer UVC 300 erreicht. Ich denke, dass auch nach der Pandemie der Luftentkeimer immer noch einen großen Stellenwert hat, denn Viren und Bakterien wird es ja immer weiter geben. Aus diesem Grund bieten wir auch UVC-Entkeimungssysteme für bestehende Lüftungsanlagen an. Wir beteiligen uns an der super neuen Idee und der neuen Entwicklung von SuperTech hier bei uns aus Emden mit dem neuen Luftentkeimersystem UVC 300 hier bei uns im Wartebereich, bei uns bei Flinker Partner für die Entkeimung der Luft, gerade im Corona-Bereich für unsere Kunden und natürlich für unsere Mitarbeiter. Mein Name ist Ralf Bachmann von Ralf Bachmann Optik und Akustik und wir haben hier uns den Luftentkeimer angeschafft von der Firma SuperTech. Wir sind schon lange am Überlegen, so ein Gerät für unsere Kunden und unsere Mitarbeiter anzuschaffen, um unser Hygienekonzept zu vervollständigen und haben auch schon viele Informationen uns im Internet rausgesucht und jetzt erfahren, dass es eine Emder Firma gibt, die solch ein Gerät herstellt und haben dann dort zugeschlagen und haben ihn jetzt hier stehen. Ja, in unserem Therapieraum in den onkologischen Praxen haben wir auch den UVC 300 Luftentkeimer angeschafft, um
eine höhere Sicherheit für unsere Patienten in Bezug auf Infektionslast zu gewähren. Und dann haben wir es gemacht! Kauf den UVC-300, den braucht ihr. In der Arztpraxis, in der Schule, überall. Super, oder? Super Tech.